So, jetzt geht's weiter hier mit dem Motor. Wir machen jetzt den Zylinderkopf drauf. Ich drehe es mal um. So, diesmal versuchen wir es mal im Querformat. Markus ist auch wieder fit, gestärkt aus der Mittagspause. Die Ketchupflasche ist leer. Alles klar. Ketchup hast du gesoffen oder was? Ketchup habe ich gesoffen, ist komplett leer. Gut. Wir haben jetzt hier zweimal Metallkopfdichtung, einmal die Verdichtungsreduzierungsplatte, den frisch überholten Zylinderkopf und die Kopfschrauben oder Stehbolzen, ja, Entschuldigung. So, also, dann darfst jetzt du mal hart loslegen hier. Gleiches Spiel, wie wir vorher schon hatten, im Endeffekt bei der Kurbelwelle. Wichtig, das muss wieder alles sauber sein. Sinnvoll bei Stehbolzenmontage immer Gewinde nachschneiden, weil die Gewinde immer verdreckt sind, staubig sind, man dann die Stehbolzen nicht sauber von Hand eindrehen kann. Somit sitzen sie nachher nicht alle in der gleichen Höhe, man hat nicht überall die gleiche Zugfestigkeit auf den einzelnen Gewindegängen und so weiter. Man kann das natürlich mit einem ganz normalen Windeisen machen und da hier jeden einzelnen sauber machen. Ist vielleicht für diejenigen auch ganz gut, die das noch nicht so oft gemacht haben, nicht, dass du hier mal irgendwie ein Gewinde verkantest. Ich mache es etwas rationeller mit der Bohrmaschine. Die sind jetzt schon alle gemacht. Ja. Das heißt, man geht hier rein, vorsichtig mit dem Wind, bohrt das Gewinde nach. Und das Ganze macht man dann im Endeffekt bei allen. Ja. Wir haben die restlichen alle natürlich schon gemacht. War jetzt nur mal als Demonstration. Wichtig, dass die Gewinde eben alle sauber sind, weil ansonsten wird es von Hand reindrehen mit den Stehbolzen schwierig. So, dann haben wir ja beim VR6 insgesamt drei verschiedene Längen von Stehbolzen. Einmal die kurzen. Muss man sich vorher entweder markieren oder man weiß es eben schon auswendig, wenn man es oft genug gemacht hat. Heißt, wir drehen da, wo die kurzen Stehbolzen reinkommen, die kurzen rein, alle von Hand rein. So, wenn man jetzt die Gewinde eben sauber gemacht hat, geht es auch ganz gut. Die Stehbolzen bzw. die Paste der Stehbolzen, wollte ich vorher noch sagen, kommt nicht auf das Gewinde, das eingeschraubt wird in das Bauteil, also Motorblock oder eben unten an der Kurbelwelle, sondern es wird immer nur das Gewinde bestrichen, wo später die Mutter drauf ist. Also nicht das Gewinde einschmieren, was man in den Block reinschraubt. So, dann kommen dreimal die ganz langen hier rein. Bei den Schrauben ist es aber eigentlich egal, oder? Was oben und unten ist, das spielt dann keine Rolle, oder? Nein, unten ist ein anderes Gewinde. Wir haben im Block beim VR6 jetzt ein M11 x 1,5er Gewinde. Das heißt, das Gewinde kann man nur, oder den Bolzen kann man nur in eine Richtung reinmachen. Der hat auch oben einen Sechskant drin. Das heißt, um den später dann leicht anzuziehen, so wie unten. Und das Gewinde oben an der Mutter ist auch ein anderes wie jetzt unten. Also wir könnten ihn so rum nicht reindrehen, das geht nicht. Da kann man also nichts falsch machen. Da kann man eigentlich nichts falsch machen, außer man versucht mit Gewalt hier irgendwas zu machen. Aber ansonsten sind die AAP-Stehbolzen immer so ausgeführt, dass man nur auf einer Seite auch die Möglichkeit hat, den Stehbolzen später etwas nachzuziehen. Bei Stehbolzen ist es generell zu empfehlen. Wir haben zwar jetzt schon etliche Male das versucht, ob sich da was tut. Man sollte die Bolzen nach einer gewissen Zeit, wo der Motor gelaufen ist, sollte man die Muttern der Bolzen nachziehen. Es kann sein, dass sich da mal was noch setzt oder das Material sich etwas von der Wärme dehnt. Wir haben jetzt bis jetzt bei allen Motoren, inklusive unserem Viertelmeile-Auto, bei mehreren Versuchen, da was nachzuziehen, nichts nachziehen können. Dennoch, das Ganze mal zu kontrollieren nach den ersten 1000 Kilometern oder so, schadet sicherlich nicht. Macht auf jeden Fall Sinn. So, auch hier die Stehbolzen, ich löse sie jetzt alle noch mal ein bisschen von Hand, weil gerade beim Zylinderkopf mit den 20 Bolzen, wenn man die alle schön fixiert, hart da reinschraubt, hat man halt überhaupt kein Spiel und nichts. Und dann den Kopf da drauf zu rütteln, ist dann doch etwas schwierig. Wir versuchen auch weiterhin die Montagehülsen drin zu lassen, sofern das geht mit den Zwischenplatten. Ja. Verbaut wird jetzt hier im Endeffekt die Zylinderkopfdichtung, in dem Fall aus unserer eigenen Produktion.
Metalllagendichtung. Was noch zu sagen ist, wir machen jetzt hier, obwohl wir Schmiedekolben drin haben, machen wir trotzdem eine Zwischenplatte rein. Hat den Hintergrund, die Kolben werden angegeben von Viseco, wie jetzt hier verbaut sind, zum Beispiel mit einer Verdichtung von 9,1. Die 9,1 sind aber ausgeliefert und berechnet auf ein Dichtungsmaß von 1,65 mm. So, das heißt also, wir bräuchten jetzt eine Kopfdichtung mit 1,65 mm Stärke. Die gibt es von Viseco zum Beispiel zu kaufen oder von JE. Und dann hätte dieser Motor 9:1 Verdichtung. Machen wir jetzt die Kolben so rein mit nur einer Stahldichtung, kommen wir nicht auf 9:1, sondern wir haben das mal grob ausgelittert, sind dann fast bei 10:1. Ist natürlich viel zu hoch, egal ob mit Ethanol oder mit Benzin. Aus dem Grund bleiben nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen kürzere Pleuel rein, dann können wir hier tiefer runterkommen und wieder nur eine Dichtung fahren. Oder aber wir nehmen die Zwischenplattenkonstruktion, die wir aktuell auch immer noch im Viertelmeile-Fahrzeug von uns fahren, der ja bekanntlicherweise über 1000 PS hat und das problemlos mit der Zwischenplatte funktioniert. Sehen wir hier auch keine technischen Bedenken, außer eben, dass man natürlich zwei Kopfdichtungen braucht, gibt es eigentlich hier sonst keine Nachteile bei der Sandwich-Version. Die technisch schönere Lösung ist natürlich nur immer eine Kopfdichtung, dazu aber eben muss man kürzere Pleuel einbauen. Kürzere Pleuel haben im Endeffekt so gesehen bei den minimalen Kürzungen keinen negativen Einfluss, aber ist natürlich auch eine preisliche Frage, vernünftige Pleuel zu finden, die kurz sind, kosten nun mal auch richtig Geld und deswegen ist die Version jetzt hier für solche Leistungen auch problemlos machbar. So, mit den Zentrierhülsen wackelt hier auch nichts und ist auch alles fein zentriert. Ja, sitzt sauber drin, da kann man nichts sagen. Sauber, ja. Drin, ja. Was vielleicht noch bei der Platte interessant ist, die sind auch oder werden auch von uns hier in Deutschland gelasert und so weiter. Die sind alle imprägniert oder eingelassen mit Öl. Nichtsdestotrotz kann es mal vorkommen, dass hier von der Lagerung leichter Flugrost drauf ist. Da kann man zum Beispiel einfach dann ein kleines Fließpad nehmen, das man im Baumarkt bekommt oder auch sonst irgendwo und kann das einfach nochmal sauber kurz abziehen, dass da keine Rückstände drauf sind. Alles sauber machen, Bremsenreiniger und so weiter, dass alles fettfrei ist. Ja, und dann kommt der Kopf schon drauf. Die Köpfe, die bieten wir so bei uns komplett überholt an, mit neuen Ventilen, neue Führungen, geschliffen. Ja. Beim VR6 gibt es natürlich immer mal wieder diese Einschlüsse hier im Wasserkanal, wo völlig normal sind, beziehungsweise normal sind aufgrund von dem, dass VW leider mal das falsche Kühlmittel verwendet hat. Deswegen hat sich das bisschen ins Alu gefressen. Spielt aber keine Rolle, weil die Dichtung im Endeffekt den Brennraum hier seitlich abdichtet und all dieses hier nur ein Wasserkanal bildet. Insofern ist diese Einschlüsse hier nicht schlimm. Die können auch durchaus mal mehr sein, mal weniger. Ist nicht wild. Wichtig ist nur, dass keine Risse zwischen den Ventilen sind. Am besten keine Risse Richtung Kerzenloch und so weiter. Und dann ist der Kopf eigentlich ziemlich safe. Ja. So, Kopf sitzt drauf. Jetzt kommt im Endeffekt das gleiche wie an der Kurbelwelle. Wir ziehen die nochmal leicht von Hand nach, dass sie alle wirklich unten sauber drin sitzen. Sieht man auch relativ gut, wenn man mal da mit der Kamera hingeht. Die Abstände sind jetzt eben alle gleich hoch, hier, überall. Mhm. Das bekommt man eben so in der Regel nicht hin, wenn man das Gewinde nicht nachschneidet, weil dann irgendwo stoppt das Gewinde, man denkt, man ist schon fest, der Kopf ist dann später drauf und man sieht, puh, der eine ist irgendwie 5 mm tiefer wie der andere. Deswegen empfiehlt es sich natürlich hier, die Gewinde nachzuschneiden. So, dann kommt wieder dasselbe Spiel hier, schön einsalben. Machst du das jetzt auf einer Seite oder auf beiden? Das auf beiden Seiten. Ich nehme die einfach so in die Hand, ein bisschen Sauerei, schmier die beidseitig ein. Also da auch wieder auf allen Anlageflächen. Ja.
Genau, auf alle Anlagefläche, ein bisschen aufs Gewinde drauf, wobei das meiste, dadurch, dass es hier mit in die Mitte des Lochs reingeht, haben wir die Schmotze schon mitten auf dem Gewinde drauf. Und das reicht dann auch, wie gesagt, da muss man auch nicht übertreiben mit dem Einschmieren. Ich weiß gar nicht, zu den Stehbolzen haben wir da auch schon was gesagt, da haben wir das schon erwähnt, was wir hier sind. AAP, gell? Die Stehbolzen sind AAP, sind die ganz normalen standardmäßigen Stehbolzen, die es für ein VH6 gibt. Da gibt es auch von der Stange erstmal nichts anderes, was es für Möglichkeiten noch gibt bei den Stehbolzen. Es sind andere Materialien, dazu gibt es bei AAP verschiedene Materialien zur Auswahl, allerdings jetzt für den VH6 so nichts. Das wäre dann alles Sonderanfertigungen. Und dementsprechend teuer und auch mit langen Lieferzeiten. Was vielleicht auch noch interessant ist, viele denken, gut, die Stehbolzen, um die Festigkeit des Stehbolzen zu erhöhen, ziehe ich die einfach mit ein bisschen mehr Newtonmeter an. Das ist eine Scheibe abgenommen. Ziehe ich die Stehbolzen einfach mit ein bisschen mehr Newtonmeter an, wie der Hersteller angibt. Der Grundgedanke ist ja an für sich nicht schlecht. Nur hat es natürlich das Problem, jede Schraube hat irgendwo ihre maximale Zugfestigkeit. Und wenn man jetzt einfach meint, man müsste die Schraube mit einem höheren Drehmoment anziehen, dann zieht sich und dehnt sich die Schraube einfach weiter aus. Das heißt, man hat im schlechtesten Falle sogar eher das Problem, dass die Zugfestigkeit der Schraube nachlässt, wenn man das Drehmoment der Schraube erhöht. Deswegen sollte man sich eigentlich in dem Bereich bewegen, wo der Hersteller angibt. Das ist jetzt halt in dem Fall die 108 Newtonmeter. Also wenn man sie mit 110 Newtonmeter anzieht, wird sicherlich da nichts passieren. Wenn man aber jetzt hier mit 130 Newtonmeter und so weiter die Schrauben anzieht oder die Stehbolzen, dann kann es eben sein, dass man schon über der Streckfähigkeit der Schraube oder den Bolzen ist. Ja, und somit natürlich das Problem hat, dass sie weniger kann, wie sie eigentlich könnte, obwohl man es gut gemeint hat. Also haben wir wieder den Fall, dass man sagen muss, man muss sich da wirklich ganz genau an die Herstellervorgaben halten. Ja? Nicht irgendwie abweichen, weil man meint, oder, ja, meint, man muss es besonders gut machen und zieht das Ding noch ein bisschen fester an. Ja? Da hat man dann eher die gegenteilige Wirkung oder Auswirkung oder Ergebnisse. Ja? Also immer so machen, wie es der Hersteller in seinem Merkblatt angibt. Wenn es keins dabei ist, dann einfach mal beim Hersteller oder beim Händler, wo ihr eben die Sachen kauft, oder bei uns, dann eben nachfragen und wir schicken euch dann da die Informationen dazu, die passenden, dass ihr das ordentlich verbauen könnt. Was der allgemeine Vorteil ist, ist noch von dem Stehbolzen, kann man noch vielleicht kurz erklären. Es gibt ja auch Schrauben mit einer Zugfestigkeit von 12,9, die jetzt zum Beispiel diesen Stehbolzen nicht viel nachstehen, was die reine Zugfestigkeit betrifft der Schraube. Nur haben wir natürlich bei einer Schraube zwei Kräfteeinwirkungen. Wir haben bei einer Schraube die Kräfteeinwirkung einmal auf Verdrehung, ja, und einmal, weil wir die Schraube ja ins Gewinde unten eindrehen. Und wir haben einmal die Kraft, die praktisch zugmäßig auf der Schraube liegt. Das heißt also, wir haben zwei Kräfte, die auf der Schraube wirken, Zug- und Verdrehungskraft. Und das ist natürlich schlechter wie bei einem Stehbolzen. Bei einem Stehbolzen wird unten rein geschraubt und die gesamte Zugkraft, die nachher entsteht, entsteht nur oben an der Mutter, entsteht also nicht auf Verdrehung, sondern nur rein auf Zug. Das heißt also, der Stehbolzen ist der Schraube im Endeffekt immer überlegen, was die Festigkeit betrifft. Das sollte man vielleicht noch wissen. Ist denn auch so, dass die Stehbolzen öfters verwenden kannst? Genau, Stehbolzen, gut, man kann auch eine 12,9er Schraube öfters verwenden. Es geht nur darum, die Originalschraube ist eine Dehnschraube, das heißt, die wird mit Newtonmeter angezogen und später mit Winkel, mit einer bestimmten Gradzahl, Winkelgradzahl. Und sobald eine Schraube in der Regel mit einer Winkelgradzahl angezogen wird, ist es eine Dehnschraube. Das heißt, sie wird auf einer bestimmten Verdrehung, auf eine bestimmte Länge, eine Vorspannung gedehnt. Und das haben wir hier bei einer 12,9er Schraube oder bei einem Bolzen eben nicht. Der wird nicht auf Länge gedehnt, auf ein bestimmtes Maß, sondern der geht rein über Drehmoment. Das, den kann man dann quasi auch mal wieder runter machen. Somit kann man den wieder runter machen, man kann ihn wieder benutzen. Okay. Natürlich irgendwann mal nach dem 10., 15., 20. Mal ist natürlich auch irgendwann mal der Bolzen
wird er langsam lahm. Aber in der Regel kann man die auf jeden Fall locker 5 bis 6 Mal auf und zu machen. Ne? So, wir fangen jetzt an mit 40 Newtonmeter starte ich jetzt. Und dann gehen wir in, ich denke mal, 3 oder 4 Steps hoch bis auf die 108 Newtonmeter, damit wir einfach ringsrum ein vernünftiges Anzugsbild haben. Ne? Soll ich dir das Ding ein bisschen heben hier, den Wagen da? Oder ja, mal drauf, mal ein drauf. Also wir fangen jetzt an in der Mitte. So ist es auch in der Anleitung oder bei VW. Man sieht jetzt schon nur bei 40 Newtonmeter, dass wir, obwohl wir alle Schrauben vorher angelegt haben, dass je weiter ich nach außen gehe, man die Schrauben schon hier doch um einige Umdrehungen mit der Hand nochmal nachdrehen kann. Das heißt, man sieht schon hier bei diesem geringen Anzugsmoment, dass sich eben der Zylinderkopf schon stark nach unten bewegt hat. Deswegen, aus dem Grund macht man das auch nicht, dass man einmal hier in der Mitte mit 110 Newtonmeter anknallt und dann alle nachträglich hintereinander mit dem Drehmoment. Das wäre, denke ich, nicht gut für die Flächenpressung der Kopfdichtung machen. Dann lieber ein paar Steps mehr. Langsam den Kopf gleichmäßig runterziehen und dann hat man nachher weder Probleme mit der Dichtigkeit noch mit dem Verzug vom Zylinderkopf. Dann funktioniert das einfach. Ja, da muss man einfach ein bisschen Geduld aufbringen. Ja. Schnell bringt einen da nicht weiter. Ja. Lieber einmal machen und vernünftig und dann ist gut. So, im nächsten Step gehe ich jetzt mal hoch auf 60. Wieder von der Mitte anfangen. Da ist gerade die Frage gestellt worden, was für eine Verdichtung wir fahren, also was der Motor jetzt für eine Verdichtung hat. Gut, es hängt immer davon ab, was später für einen Sprit aufgefahren werden soll, was für eine Leistung gefahren werden soll. So im Schnitt hat sich eigentlich eine Verdichtung von irgendwo zwischen 7,6 und 8:1 hat sich eigentlich als gut rausgestellt. Bei Ethanolmotoren mit nicht allzu viel Leistung und Ladedruck kann man da auch noch mal einen Ticken höher gehen, um den Motor im Teillastbetrieb ein bisschen effizienter zu machen oder um den Motor auch einfach agiler unten raus zu machen mit der höheren Verdichtung. Aber man kommt natürlich früher an eine Klopfgrenze und deswegen wichtig halt, was man auch für ein Benzin oder Sprit fährt. Mhm. So, einen dritten Step mit 80. Und sind wir bei 80 Newtonmeter. Sind wir bei 80 Newtonmeter. Und die Nuss liegt auf dem Boden. Geht schon noch einiges so, gell? Wenn du da immer so langsam nicht hocharbeitest. Kann man schon nach und nach nochmal nachziehen. Ja. Jetzt machen wir den letzten Step. Jetzt geht es ans Eingemachte. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
muss schon kämpfen jetzt. So, sind wir überall durch, kann man noch mal kurz eine kleine Kontrolle durchführen, ob wirklich alle fest sind. So, und dann haben wir es geschafft. So, das war's schon. Oder? Fertig ist der Kopf. Ja, ja, der Drehmomentschlüssel von Hasse, der ist eigentlich echt gut, gell? Dem haben wir jetzt keine Schwierigkeiten gehabt bisher. Jo, sind wir soweit fertig, oder was? Sind wir soweit fertig, ja. Also, dann hoffen wir mal, dass es euch gefallen hat und Spaß gemacht hat beim Zuschauen. Die Videos, weil vorhin einer gefragt hat, wir haben die jetzt klar als Live-Videos bei Facebook drin. Wir werden die aber auch bei YouTube hochladen, dass ihr euch das dann ja, auch zum späteren Zeitpunkt, vielleicht wenn ihr mal irgendwie am Schrauben seid und irgendwelche Sachen gerade nicht wisst oder so, dann nochmal nachgucken könnt. Und deswegen laden wir die dann auch bei YouTube hoch, auf unserem YouTube-Kanal. Müsst ihr einfach nur nach X-Parts suchen und dann findet ihr die Geschichte auch. So, Markus, danke dir, hast super erklärt. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr euch an uns wenden. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Mittag. Macht's gut. Ciao.